vorzeitige Weihnachtsgeschenke verteilte Andreas Wolf nicht, ganz im Gegenteil. Der Nationaltorhüter überzeugte beim Auswärtssieg gegen Gummersbach im Kieler Tor. 15 Paraden, 40% gehaltene Bälle und nur 23 Gegentore waren sein starker Arbeitsnachweis. Zum zweiten Mal in Folge fliegt Gudjon Valur Sigurdsson auf die Linksaußenposition in der Mannschaft des Spieltags. Beim Erfolg der Rhein-Neckar-Löwen über Erlangen traf er 11 Mal. Besonders in den entscheidenden Momenten war der Altmeister häufig zur Stelle. Das Löwenduo auf der linken Angriffsseite komplettiert Kim Ekdal-Dürrie. Der wurfgewaltige Schwede zeigte sich gegen Erlangen ebenfalls in Galaform und sorgte immer wieder für einfache Treffer. 9 Tore bei einer Quote von 90%, Topwerte. Schneller Antritt, torgefährlich und mit Auge für den Mitspieler. Michael Kraus war kaum zu bremsen. 8 Buden machte er selbst, 4 Vorlagen legte der Spielmacher gegen Minden auf. Die Niederlage konnte er allerdings nicht verhindern. Was für eine Woche für Holger Glandorf. Nach seiner Nominierung für den erweiterten deutschen WM-Kader gewann er mit Flensburg in letzter Sekunde das Spitzenspiel gegen Berlin. Der Rückraumshooter war dabei mit 7 Toren der beste Schütze bei der SG. Gestatten, Selin. Johannes Selin. Beim Sieg von Melsungen gegen den Bergischen HC lief der Rechtsaußen richtig heiß. 12 Treffer bei einer Quote von 75% markierte der 25-Jährige. Damit ist er der beste Torjäger des Spieltags und weiter führender in der Torschützenliste. Der Platz am Kreis in der Mannschaft des Spieltags geht an Selko Musa. Der Kroate war beim Kantersieg gegen Coburg einer der stärksten Magdeburger. Als Ersatzkapitän ging er voran und zeigte mit 6 Toren und dabei keinem einzigen Fehlwurf eine richtig starke Leistung. Das Highlight in dieser Woche, ein Dauerbrenner der SG Flensburg-Handewitt. Torwart Matthias Andersson verlängerte erst seinen Vertrag bis 2018 und war dann einer der Matchwinner im Spiel gegen Berlin.